Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, oben rechts kann man es schon sehen. Da wartet ein schönes Legendary auf uns. Gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber keine Sorge, das ist schon gut so. Schon seit wir uns in der Turmruine von Teak City zum ersten Mal gesehen haben, wusste ich tief in mir drin, dass Suicune dich auserwählen würde. Da sieh nur, Suicune wartet auf dich. Es wartet darauf, dass es von einem Trainer herausgefordert wird, der sich mit voller Kraft in den Kampf wirft. Ich weiß gar nicht, welches Level Suicune ist. Ich glaube, es ist Wasser Psycho? Weiß ich nicht. Oder Only Wasser. Ach komm. Es sollte auch, glaube ich, nicht fliehen. Psycho ist einer der einzigen, die nicht fliehen. Wow. Level 40, okay. Und guckt in die andere Richtung. Die Musik gefällt mir, aber. Mal schauen. Ah, was ich ja nachschauen wollte. Moment. Ist gut. So, also Suicune ist Only Wasser. Beziehungsweise Fähigkeiten Erzwinger, HO2 Absorber, versteckte Fähigkeit. Ab der 7. Gen Konzentrator. Wir gehen erstmal einfach auf den Zertrümmerer in der Hoffnung, dass es Suicune nicht killt. Einmal sollte Suicune noch tanken. Ja! Boah, das war Augenmaß, das war Augenmaß, Alter. Ja gut, Traumvogel, Abfahrt. Warte, die Fangrate. 3, 1,6%. Donnerwelle. Ah, okay, Mist. Wow. Aber warum setze ich einen Finsterball ein? Verdammt. Ich hätte auf Hyperball gehen sollen. Weil es ist Tag, ne? Oder hab ich ein paar Quillerbälle? Ich muss mal schauen. Ne, Netzball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet für Wasser- und Käfer-Pokémon. 7 Stück habe ich. Man sieht es. Natürlich, für Wasser-Pokémon. Einmal hat's gemacht. Einen werfe ich noch, ansonsten gehen wir auf die Überbälle. Ach,
Eisnebel schützt dich. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Bodyguard. Wir müssen mal schauen, wenn der Weißnebel nachlässt und dann einen Blitz raushauen. Jetzt kriegt er auch noch Step durch den Regen. Oder ist der Weißnebel weg, wenn es... Ich weiß es nicht. Wenn es regnet, ist der Weißnebel eventuell weg. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Nein, wird durch Weißnebel geschützt. Der Weißnebel ist immer noch da. So, und jetzt gehen wir instant auf den Blitz. Schön. Und jetzt werfen wir nochmal Hyperbälle. Aber wenn es nicht regnet und er keinen Weißnebel hat, wackelt es zumindest öfter. Oder? Ist das Einbildung? Ich weiß nicht, wie viele von Aurora-Strahl hat. Von Regentanz dürfte er nur 5 Stück haben. Beim Weißnebel weiß ich es nicht. Können wir warten wir noch mal 2-3 Runden und dann können wir mal einen Timerball schmeißen. Moin Michi, na, alles gut bei dir? Und danke dir noch mal für gestern, dass du mich auf den Turn aufmerksam gemacht hast. So. Dieses Pokémon jagt über das Land. Man sagt, der kalte Nordwind begleite es auf seinem Wegen. So, du kriegst gleich nochmal von mir 20 Punkte dafür, dass du mir gestern mich auf den Ton drauf aufmerksam gemacht hast. Macht ihr sofort. Na? Und ich danke euch erstmal fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.